Guten Tag, mein Name ist Manuel Blechschmidt. Ich habe in den letzten 4 Tagen mit einem Team zusammen eine Simulation gebaut für Covid-19-Fälle in Deutschland. In den letzten 2 Tagen habe ich vom Statistischen Landesamt aus Nordrhein-Westfalen und Rhheinland-Pfalz die Anzahl der Intensivbetten bekommen. Bei den anderen Bundesländern warte ich aktuell noch auf die Anzahl der Intensivbetten und mit diesen Daten konnte ich meine Simulation nochmal deutlich verbessern. Aktuell sieht man hier auf dem Bildschirm, wie die Situation in Nordrhein-Westfalen hier oben und in Rheinland-Pfalz hier unten aussieht. Wenn man jetzt über diese Punkte hovert, dann sieht man hier zum Beispiel, hier ist man in Heidsberg. Die Annahme momentan ist, dass wir 20% der Kapazitäten für Corona-Fälle vorhaben. Das ist die 7,4, die man hier sieht. Und unten die 0,39, das sind die Patienten, die zum aktuellen Zeitpunkt, also zum 23. Intensive Care benötigen. Inwiefern die Zahlen wirklich im Detail stimmen, das kann man nicht so genau sagen, aber wenn ich die Simulation laufen lasse, dann ist es so, dass die Punkte irgendwann von grün nach rot umspringen. Und wenn sie nach rot umspringen, dann ist es so, dass die Bettenkapazität nicht mehr ausreicht. Also jetzt im konkreten Fall, am 14.04. ist es in Heinsberg so, dass wir eigentlich 56 Betten bräuchten, wir haben aber nur 7,4. Und wenn man in andere Landkreise reinguckt, hier zum Beispiel in Münster, also hier sieht man, wir haben einen Bedarf von ungefähr 14 Betten. Und wir haben 46 Betten. Also in Münster reicht es noch. Das heißt also, man könnte aus den roten Bereichen die Leute nach Münster fahren. Es ist durchaus sinnvoll, dass sich Entscheidungsträger diese Simulation ansehen. Ich lasse die Simulation auch nochmal weiterlaufen. Und dann sieht man, dass es durchaus unter den aktuellen Bedingungen sehr wahrscheinlich ist, dass in vielen Landkreisen die Bettenkapazität nicht ausreicht, um allen Patienten ein Bett zu geben. Jetzt sieht man gerade, dass es wieder abnimmt und dann passt es wieder. Jetzt möchte ich noch kurz zeigen, wie Entscheidungsträger in der Lage sind, diese Map wirklich direkt zu benutzen. Und zwar, ich habe ein GitHub-Repository. Mein GitHub-Repository heißt github.com/manuelb/covid19wiss. Wenn man dort drauf geht, dann sieht man folgende Website, und zwar diese. Wenn man jetzt runter scrollt, dann sieht man verschiedene Beispiele, an denen ich aktuell arbeite. Und unter anderem gibt es hier einen Link, der heißt Germany NW NRP 23. März 2020, 20% der ICU-Betten für Covid-19. Und wenn man hier jetzt draufklickt, dann geht das System sofort zu der Software Kepler GL. Und dann ist man Simulation für Ihren Land. Legen Sie, wie Sie damit umgehen. Ob Sie möglicherweise in der Lage sind, größern und eben aktuellsten Zahlen vom Robo um 0 Uhr rausgegeben wurden und den Simulationen, die ich habe laufen lassen, die Strong Mitigation erwarten, das bedeutet also Ausgangssperre und ähnliches, dass es jetzt schon so ist, dass unsere Krankenhäuser und unsere Intensivbetten in der aktuellen Kapazität nicht ausreichen werden. Ich bedanke mich bei Ihnen und hoffe, dass Sie schön gesund bleiben.